Wunderschönen guten Morgen. So, jetzt muss ich immer hochlaufen zu meiner Katze. Das kann auf jeden Fall nichts. So. Gut. Schreibe ich heute einen Brief? Das ist ein Flugblatt von Rajas Kaffee-Eck. Aha. Okay, dann machen wir direkt wieder weiter. So. Gut, 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 gut. Haben wir hier irgendwas noch? Also eh hauptsächlich schon alles leer. Ach so, das geht wieder so. Braucht man nichts mehr anpflanzen, kann man umbauen. So. Sehr schön. Platzmäßig sieht es nicht allzu gut aus. Ach, ich hau gleich alles rein da. So, das heißt, das können wir mitnehmen. Alles andere hauen wir rein. Sehr schön. Dann haben wir hier Salat. Machen wir da Salat. Und die kommen raus. Sonst ist nichts fertig. Okay. Da ist auch nichts fertig. Das dauert halt ein bisschen. Gut, dann nehmen wir die natürlich alle mit. Alter, da liegen heute viel Trüffeln herum. Sehr schön. Nehme ich wieder mit, dass ich hier nur eine einfärbige Kuh habe. Alle anderen sind schwarz-weiß, verstehe ich auch nicht ganz, wo das herkommt. So, die haben uns halt nichts gegeben. Macht nichts. Die Feder nehmen wir mit. Achso, aufmachen muss ich auch. So, die lassen wir so raus. Die haben uns eh nichts gegeben. Unsere Enten. So, raus mit euch. Die nehmen wir auch mit. Die Wachteln. Keine Eier heute für uns. Und dann haben wir noch unsere Ziegen. Auch nichts für uns. Okay, passt. Wunderbar, das heißt, die Tiere sind mal alle draußen. Dann können wir das jetzt alles noch in die Truhen schmeißen. So, das. Und die hier. Dann können wir hier wieder alles mit rausnehmen. Ziegen, Ziegen. Dann nehmen wir das sowieso raus, weil das sowieso höher ist. Käserad, Käserad, nee, das Käserad lassen wir drin, nehmen wir die raus. Passt. Wie sieht's hier aus? Nehmen wir auch mit. Gut, dann gleich mal in die Verkaufstruhe damit. Sehr schön. Passt. Dann hauen wir hier im besten Fall gleich wieder Goldbahn rein.
Das und so. Dann haben wir hier wieder ein bisschen was. Gut. Hat denn heute irgendjemand geöffnet? Das Labor macht um 8 Uhr auf und der Schmied hat heute zu. Das heißt, wir hätten genug, was wir rüberbringen könnten. Bei der Herstellung kann ich eine Batterie machen. Eine Batterie, eine Kiste. Passt, mach mal. Wo stellen wir die am besten hin? Ja, wir hauen die da dazu. Dann ist hier bald alles wirklich schön automatisiert. Okay, das heißt, pass auf, das Medaillon lasse ich da. Also das hinten arbeitet noch, das heißt, den lasse ich auch da. Die Batterie, egal, lasse ich jetzt da, das haue ich da jetzt alles rein. Das hätte ich eigentlich alles unten lassen können jetzt noch. Die Axt kann ich da lassen. Dann nehme ich die Sachen aber mit, falls uns jemand begegnet. Können wir wieder Geschenke machen. Obwohl viele Leute sind es eh nicht mehr. Die meisten haben schon zweimal die Woche was gekriegt. Ah, hey du wunderschöner, frecher Sonnenbarsch. Ich habe gerade intensiv über etwas nachgedacht. Etwas, zu dem du vielleicht Näheres sagen kannst. Du hast die Insel erkundet, Abenteurer, der du einmal bist. Ich habe neulich mit Ben geredet und er hat beiläufig eine Blume erwähnt, die er gesehen hat. Eine blaue Solitärblume. Klingelt da etwas bei dir? Ja, das dachte ich mir. Amorblüte. Wie zuverlässig ist Ben? Ich verstehe schon, was du sagst. Ich weiß nicht. Oh, reden wir mit Sam und Jack. Sie arbeiten mit ihm. Sehen wir mal, was sie über Ben gedacht haben. Und deshalb wollen wir wissen, was du von Ben hältst. Ist er vertrauenswürdig? Seltene Blume. Das klingt nach etwas, das Ben finden würde. Dieses Kind findet die schrägsten Dinge. Ich würde es glauben. Ben hat offenbar ein Talent. Wie formuliere ich das? Einzigartige Dinge anzuziehen. Wir sind uns nicht sicher, ob wir das glauben sollen, was Ben gesagt hat. Was meinst du? Merkwürdige Blume, was? Nun ja, klar vertraue ich Ben. Er lügt nicht, wenn du das wissen willst. Dafür verbürge ich mich. Was meinst du? Er ist ehrlich, in Ordnung. Wenn er gesagt hat, er hätte diese Blume gesehen, dann war das so. Aber was war das Ding dort? Das ist wieder etwas anderes. Verstanden. Hallo, ich bin hier. Tut mir leid, Sohn, das ist die Wahrheit. Okay, wir haben jetzt jede Menge Informationen. Wir sind bereit, wie Vögel aufzusteigen. Wir müssen noch ein bisschen recherchieren. Ich schicke dir einen Brief, wenn sich etwas ergibt. Okay. 8 Uhr. Das Labor hat bereits aufgemacht. Hallo. Hat diese Woche schon zwei gekriegt. Okay. Da ist heute kein Auftrag für uns drauf. So. Jim.
Dass Gott mag keine Erdbeeren, also nicht wirklich. Aber er hat diese Woche schon zwei gekriegt, zwei Geschenke. So, dann schauen wir hier noch. Hier müsste jetzt noch... Da ist sie, bevor wir sie wirklich vergessen, die Ling. Okay, ich hätte wieder jede Menge Sachen zum Öffnen. Wir fangen gleich mal mit dieser hier an. Mit so einem Doppelknochen. Achso, das ist ein Stegosaurus. Das ist er, glaube ich, nicht. Mager aus. Nein, leider nichts dabei. Schade, schade, aber das sieht halt auch so aus wie da unten. Aber ich schaue da nochmal, aber ich glaube, das ist er nicht. Oh. Das sind die Tiere. Okay. Erzeugnisse gefunden. Gefangen gefunden. Fossil. Nee, das war er nicht. Das ist ein Triceratops. Bein. Ach so. Schade, wieder nix, wieder nix, wieder nix. Erika! Sie mag... Ah, oh, sie ist beschäftigt. Hauptsache, er tut wieder mit. Cool. Sieht so cool aus. Okay, gut, gut, gut. Schade, schade, schade. Denn die anderen Fossilbrocken sind... Die normalen, da werden wir das sowieso nicht rauskriegen. Das heißt, da können wir noch ein bisschen sammeln dafür. Gut, dann lasse ich die jetzt erstmal noch da. Okay. Dann... Schauen wir uns das mal an. So, im Grunde genommen bin ich jetzt am Überlegen, wie ich das jetzt am besten angehe. Ich würde tatsächlich die oben so lassen und ja, recht viel Platz kriege ich sowieso nicht zusammen. Aber Hauptsache, ich kann mit dem auch nicht um eins runterfahren, weil wir hier direkt schon anliegen. Außer ich mache, dass ich ganz oben rumlaufe, dass ich oben, das könnte man machen. Weißt du was, dann haue ich jetzt erstmal hier die ganzen Wege weg. Ich habe eh nichts gemacht. Dann hauen wir die jetzt mal weg. Und schaffen so mal Platz. Wo ist... Hier müsste die drin sein, gell? Ja. Lass mal das so machen. Dass ich die Felder wirklich alle schön zusammenziehe. Die brauchen wir dann im Endeffekt eh nicht. So.
Dann werden wir das Ganze so managen. Da liegt, ist sowieso ein Stein drunter gewesen. Das war sowieso nicht richtig. So. Das kann alles mal weg. So. Passt, das kommt noch weg. Hier, das muss weg. Schweinchen, geh weg, sonst muss ich dich schlagen. Ja, ich glaube sowieso, dass das, was ich mache, zu viel ist. Weil wir haben wirklich dann für gar nichts mehr Platz. Weißt du, was ich meine? Dekoration gleich null. Aber gut, was soll's. Was soll's? Hier könnte ich auf jeden Fall auch noch eins höher fahren. Das heißt, wenn ich den mal kurz hier drüben hinpacke. Ich den wieder runterstellen. Ich brauche da nur hier hinten im Endeffekt noch einen, dass das verbunden ist. Dann machen wir den hier rüber. Dann kommt das jetzt alles um eines rauf. Dann schiebe ich den jetzt erstmal. Geht nicht. Dahin. Der kommt hoch. So, und dann brauche ich hier noch eines. Beziehungsweise mit dem würde ich sowieso da bis ganz nach draußen fahren. Noch eins weiter geht nicht. Okay, na, was mache ich jetzt mit dem hier? Okay, ich packe den jetzt erstmal dahin, weil es egal ist. Okay, das... Warum kann ich den... Ach so, das ist sowieso nur einer. Okay. Okay. Dann wäre das mal das. Und hier bin ich am Überlegen. Dass wir das so machen und mit dem runterfahren. Beziehungsweise nicht ganz. Wir könnten da ja vorne noch ein bisschen Platz schaffen. Die kommen ja sowieso weg. Die stelle ich jetzt erstmal da hoch. So, auch der und der. Diese hier. So, der kommt drauf. Der kommt drauf. Der hier. Die kommen sowieso weg. Weg, 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 weg. Die draußen kann ich dann sowieso selbst noch verstellen. Die muss ich dann anders hinpacken. Okay.
Oh, das hätte sogar da drunter Platz. Boah, ich hoffe nur, dass das jetzt da nicht crasht. So. Und die backe ich jetzt erstmal da ganz nach oben. So. 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 Da noch. Hier. So. Dann kann ich da jetzt noch eines weiter ranfahren. Das heißt, dann würde ich um eines hier weiter rüber kommen. So. Dann habe ich hier drunter gar nicht mal ein Gras. Dann kommt das jetzt hier hin. So. Das kommt alles darüber. Und das setzen wir hier hin. Dann würde ich hier so eine Vogelscheuche hinkommen. So. Die packe ich jetzt darüber. Das heißt, der würde hier runterkommen. Und einmal so. Gut. Das ist mal versetzt. Das kommt da so rüber. Jetzt geht mir da einer. Wieso geht mir der jetzt ab? Dahinter bei ist ja nichts mehr. Nee. Wo ist denn der jetzt hin? Das war ja vorher vollständig. Naja, naja, naja. So. Dann stellen wir das einmal hier hin. Beziehungsweise. Im Grunde genommen könnte ich die Sachen ja auch weglassen. Und ich mache statt 80 halt nur 79. Dass ich es direkt vor dem Sprinkler hinstelle, dann würde man die Sprinkler auch nicht so ganz sehen. Das könnte ich auch machen, aber das schauen wir uns noch an. Das heißt, ich schiebe die jetzt erstmal da hoch. Weil wegpacken kann ich sie nicht. So. Dann könnte ich direkt hier ranfahren. Das heißt, dann müsste ich hier jetzt zwei rüber. Ha? Okay. Hab eins. Ach so, du kommst darauf. So. Dann haben wir eventuell ein bisschen einen Platz für ein bisschen Deko. Und wenn es nur am Straßenrand ist. Aber es wird schon ein bisschen schöner aussehen. Das heißt, hier müsste ich dann eines freilassen. Dann kommt das jetzt hier rüber. Eines kommt da rein noch. So, erstmal da rüber. So, hier noch und
da noch. Dann kommt das da zurück. Dann haben wir da schon wieder alles. Ja, das ist jetzt ein bisschen Dummdiftlerei, ne? So, das heißt, ich müsste 2 rüber, 1 runter. Das wäre dann hier. Sehr gut. Ah. Und dann noch hier. So. Das kommt weg. Ja, ich glaube, dass das trotzdem alles zu groß wird. Da muss ich nur schauen, dass ich den Sprinkler nicht verbaue. Das heißt, das wäre dann hier wahrscheinlich. Nee, sogar noch eins weiter rüber. Hier. Okay, dann hau ich die jetzt erstmal weg. Und dann kommen die noch. Da ist jetzt ein leerer. Dann packen wir da rein. Oh. Das muss hier so rüber. Okay. Dann hätte der Platz doch gepasst. So. Die habe ich hier wieder drunter. Das kommt da rüber. Irgendwo habe ich aber jetzt einen Platz übersehen. Oder nicht? Sieht aber jetzt nicht so aus. Okay, das kommt weg. Das kommt hier hoch. Dann könnte ich die jetzt hier so runterschieben. Hier fehlt mir irgendwie jetzt einer. Ich weiß nicht, wo der hin ist. So, bup, 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 rein damit. Hier so, da so. Ah, und so. Das heißt, die, was wir jetzt haben an ultimativen Vogelscheuchen, das würde direkt sogar schon passen. Der kommt noch weg. Das kommt noch weg. Das kommt hier so runter. So. Und die packe ich hier hin. Da muss ich halt dann nur schauen, dass ich hier unten anfange. Und hoffe, dass das so sitzt. Passt, perfekt. So. Gut. Das heißt, der würde hier hingehören. Sehr gut. Verschieben wir alles. Da, 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 da. Achso. So, das wäre dann das hier. So rüber. Dann könnte ich hier eventuell auch noch Deko hinpacken, wenn ich die oben so lassen würde.
Ja, keine Ahnung. Der würde dann hier hingehören. So. Das heißt, noch eine Reihe runter. Passt, okay. Der wird dann hier hingehören. Der kommt ganz dran. Es ist halt dann komisch mit den Sprinklern. Ich würde halt wirklich pro Sprinkler eine Pflanze machen. Außer bei denen, die öfter geben. So, das heißt, das passt. Sehr schön. Das kommt weg. Die setzen wir jetzt einfach hier nach unten. Holen wir da so durch. So. Dann machen wir hier eine Umrandung vielleicht. Und der müsste dann hier hin. Okay. So. Das beansprucht aber extrem viel Zeit. So, das und das und das und das und das und hier und hier und da. Und die kommen auch da noch weg. Dann passt das. Sehr schön. Ja, und hier werden wir das gleiche auch noch machen. Das war das Falsche. Ich ziehe das. Wenn ich das jetzt runterziehen würde, hätten wir oben diesen Platz. Das heißt, er würde hier hinkommen. Weißt du was? Ich setze das jetzt ganz dran. Und wir machen dann außen rundherum einen Weg. Aber dann haue ich die normal weg. Das heißt, das wäre hier. Dann kann diese Vogelscheuche weg. Der wäre dann hier. Und der würde darunter kommen. Passt. Die restlichen Sachen haue ich jetzt zu weg. Wir speichern das jetzt mal. Ja. Ach Gott sei Dank. Ich habe da immer Angst, dass es broken ist dann. So, die Vogelscheuchen kommen mal weg. So. Hier ist jetzt auch das größte Chaos, das ich je gesehen habe. Okay, dann haben wir, wo haben wir jetzt unsere, hier haben wir es drinnen. Die, glaube ich, könnten wir dann alle verkaufen. Ich hau auch die jetzt noch weg. Die kommen weg. Das nicht. Boah, das klingt wie wenn ich Steine weghauen würde. So. So. Okay, das heißt, ich habe hier eine ultimative
Dann bräuchte man hier eine Ultimative. Die können weg. Und dann... sehe ich es nicht. Würde die direkt hier hinkommen? Ach so, stimmt, das muss ja weg. Und die hier. Würde hier hinkommen. Dann habe ich sogar eine Ultimative zu viel. Okay, dann hauen wir jetzt hier noch einen Rest weg. Dann hätte ich hier hinten auch ein bisschen mehr Platz. So. Sehr gut. Weg damit. Da habe ich einen Sprinkleraufsatz weggeschlagen. Das heißt, den hauen wir wieder hin. So. Die kommen weg. Und das muss alles noch weichen. Das heißt, ich muss, Reichweite anzeigen, bis hierhin. Das kann ich alles mal weggeben. So. Weg. Dass ein bisschen Zeit trotzdem nebenbei vergeht, sonst wird die Folge auch wieder 700 Stunden lang. Da. Das kann alles weg. Dit, dit. So. Das nennt man Umbauarbeiten im großen Stil. So, warte, das noch. Dann haben wir hier noch. Das kommt auch noch weg. Und da weiß ich noch nicht, wie weit das wir da dann hochkommen. So, das heißt, hier muss ich erst noch wegschlagen. Vielleicht mache ich mir dann sogar noch einen Platz für die Bäume, weil das im Haus drinnen kann das nichts. Da könnte ich höchstens hergehen und sagen, okay, alle Sachen, die immer geben, dass ich die reinpacke. Da müsste ich dann schauen, wie viele, dass ich da dann zusammenkriege. Die könnte ich jetzt für den Frühling sogar noch bestellen. Und dass ich solche Sachen dann hier draußen gar nicht anpflanze. Das wiederum wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ich hätte halt gern die Bäume drinnen. Weil die muss ich sonst ja auch immer wieder weghauen. Das heißt, hier noch zwei. Ja, da... keine Ahnung. Aber aktuell finde ich halt, ist das Dingshaus... das Gewächshaus ziemlich, ja, mehr oder weniger nutzlos. Jetzt könnte ich direkt sogar sagen, okay, ich verlege den Weg. Dann hätte ich hier auch noch mehr Platz. Das wiederum würde auch gehen.
Weil was ich weiß, kommen noch Tiere dazu. Aber da muss ich schauen, gell? Dass ich wirklich die Bäume hier drüben dann hinpacke. Platz hätten wir. Das kommt auf jeden Fall um eins tiefer. Das heißt, das muss sowieso weichen. Das gefällt mir so nicht. Dann werde ich hier draußen die Blumen am, die Bäume anpflanzen. Und wirklich im Gefäckshaus die Sachen, die ständig geben. Da, wo ich einmal anpflanzen muss und das passt dann. So, da muss ich gleich mal schauen, dass wir jetzt für den Frühling die Sachen noch kriegen. Dann haue ich drinnen die Bäume weg. Und dann wird der Sprinkler hoffentlich... Also, der macht es ja hier draußen da auch. Dann passt das schon. Online-Shop. So, 4 Tage, 4 Tage, 5 Tage. Diese hier wächst in 7 Tagen und produziert dann alle 4 Tage. Ich nehme hier mal 20 mit. 5 Tage. Hier nehme ich mal 20 mit. Hier nehmen wir 20 mit. Hier nehmen wir 20 mit. Mangold, die Sachen, die müssen wir immer wieder anpflanzen. Okay, dann haben wir das mal. Dann haue ich jetzt, bevor ich hier jetzt draußen weitermache, hier drinnen mal die... die Bäume weg. Achso. Warte, da muss ich meinen Dingsbums holen. Und dann reicht da drinnen der automatische Sammler. So, dann brauche ich jetzt meine... Da muss ich mir ausrechnen, wie viel das ich dann anpflanzen kann. Wenn ich jetzt hier mache... Okay, haut automatisch die Bananen runter. Ich will alles haben. Was? Das hat man schon lang nicht mehr. Ich fühle mich langsam müde. Was? Ja, dann isst aber Bananen. Also, weil wir draußen da auch so viel jetzt gemacht haben. Ja, passt eh. So. Dann würde ich aber hier drinnen trotzdem gerne die großen Sprinkler trotzdem nehmen, auch wenn es sich überschneidet. Wäre mir eigentlich egal. Muss ich nur schauen, ob ich da noch welche hinkriege. Ja, das schafft sie noch. Und dann isst sie noch eine Banane. Das heißt, den kannst... Ah, das geht wieder mit dem nicht. Brauche meine Spitzhacke.
Das heißt, von den riesigen Sprinklern hier kann ich mir zwei noch schnell machen. Auch wenn es sich überschneidet, aber dann brauche ich nicht so viele. Pack mir hier einen hin. Und hier. Und hier würde noch einer rankommen. Okay, warte mal. So einen Sprinkler habe ich keinen mehr, ne? Da ist nix. Da haben wir sowieso nicht drinnen. Nee. Haben wir hier noch einen? Da haben wir nur die kleinen, die können wir jetzt verkaufen. Und auch hier habe ich keinen großen drinnen. Okay, pass auf. Die haben wir hier noch rein. Preistechnisch. Wissen wir alles? Ich habe einen Setzling rausgekriegt. Was? Okay, sammel ein. Hups, Entschuldigung. Wie viel Platz hätten wir denn? Wenn ich sage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4. Dann würde ich da mit dem Frühling alleine schon runterkommen. Nee, dann machen wir das so, dass ich pro Reihe 1 nehme. Warte, dann brauche ich meine Hacke, wo auch immer ich diese wieder hingeschmissen habe, weil ich einfach null Übersicht über meine ganzen Sachen habe. Hier, das heißt, dann müsste ich noch was essen. So, dann machen wir das so mal. Gut, dann hauen wir hier so rüber. Und das wird eigentlich schon reichen. Okay, die Sachen, die was hoch sind, sind mal die Erbsen. Ich weiß, im Winter gibt es sowieso nichts. Im Winter gibt es nichts. Ich weiß halt nur nicht die restlichen Tage. Ah, die restlichen Dings. Warte. Das sehe ich aber so jetzt drinnen nicht, ne? Hier. Nee, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Okay, ich nehme mal. Oh, Dings. So. Dann nehmen wir hier diese. Und hier. Lass mal das mal so. Vielleicht lasse ich sogar die Mitte dann frei. Ein Aufsatz habe ich. Vielleicht sprinkelt er dann sogar noch. Reichweite. Nee, warte mal. Erzeugnisanhang. Erntelager. Nee, macht er gar nicht. Okay, dann brauche ich meine Gießkanne. Der kann weg. Dann haue ich hier nur in Sammler drauf. Ja, der braucht sonst eh nichts machen. So, dann würde ich mir hier draußen sogar noch ein bisschen an Platz sparen. Wäre mal nicht schlecht. Meine Gießkanne ist schon wieder verschollen. Irgendwo im Nirgendwo. Hier. Dann würde ich das eigentlich so schon mal lassen. Das heißt, ich muss dann auf jeden Fall
im Sommer dann nur dran denken. So, was hat er jetzt da reingeschmissen? Die Erbsen, die kann ich jetzt eigentlich wieder verkaufen. Aber warte mal. Im Sommer wächst alle 10 Tage. Warte, ich hau die jetzt mal. Ich verkaufe die jetzt. Ach so, ich habe nicht mehr Platz. Warte, dann schmeiße ich die hier noch mit rein. Falsch. Hier. Die kann ich auch alle verkaufen. Brauche ich nicht. Und das. So, dann haben wir hier Tomaten. Wächst in 10 Tagen und produziert alle 4 Tage. Achso, Blumen sowieso nicht. Und das war's. Okay, das ist dann eh schon das Sommer. Da habe ich aber jetzt nur 8 Stück. Nee, dann warten wir da noch ab. Dann warten wir hier noch ab. Dann haben wir hier Frühling, Sommer. Können wir nämlich anpflanzen noch. Winter, Frühling, Frühling, Sommer. Winter, Frühling, Winter, Frühling, Frühling, Sommer. Herbst, Winter. Das wären mal 3. Okay, das heißt, dann fahren wir hier auf jeden Fall rüber. Und dann machen wir da noch zu. Sehr gut. Dann 2. Und dann gehen wir hier noch rüber. Gut, gut, gut. Das heißt, ich könnte mir sogar noch ein paar mehr pflanzen. Also Bäume dann anpflanzen. Okay, dann haben wir als Grundding eigentlich... Nee, nach unten. Das Grundding eigentlich gemacht. Ich hätte 1, 2 drauf gemusst. Egal. So. Das heißt, dann kann der Sommer kommen. Und wir sind darauf vorbereitet. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das müssen wir eben noch so lassen. Und wie wir das hier noch machen, müssen wir noch schauen, ob wir das noch anders managen können. Aber an und für sich wäre das so schon mal eine Option. Und vielleicht, also wir haben jetzt 4 Sachen, das heißt, wir hätten uns 4 Felder gespart. Dann könnte man vielleicht sogar hier noch so irgendwie für die Tiere ausbauen. Ja gut, sehr schön. Dann belassen wir das so. Ja, erstmal war's das. Bis zum Update. Und wenn das Update dann da ist, sehen wir uns dann Anfang Sommer. Wir haben ja jetzt Ende Frühling. Sehen wir uns am Anfang Sommer wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Und ja, bis dann und gute Nacht.